Hey Leute und herzlich willkommen und guten Abend zu einer sehr, 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 sehr späten Folge hier noch am Abend. Und zwar muss ich auf was reagieren, was in Varo passiert ist. Ihr erfahrt es vielleicht schon am Titel. Luca aka Concraft hat ein Statement zu seinem Tod hochgeladen, ganz spät, nach 21 Uhr. Und auf dieses Statement möchte ich ganz gerne kurz drauf eingehen. Da dieses Video von Concrafter eine gewisse Zeit geht, ich glaube 17 oder 18 Minuten, möchte ich euch doch den Kern zusammenfassen. In seinem Video nimmt er dazu Stellung, wie er das Projekt quasi gesehen hat. Er hat es ja sehr locker gesehen mit Concrafter. Ursprünglich wollten sie auch gar nicht erst bei Varo 4 teilnehmen, weil sie einfach das Spiel Minecraft nicht mehr so toll finden. Und sie haben sich aber trotzdem überreden lassen und haben gesagt, hey komm, Varo ist so selten, da machen wir jetzt einfach mal mit und wir sehen das als Spaß. Einfach just for fun machen wir aber dann was komplett anderes. Sie waren auch einfach nicht mehr drin in Minecraft, ja. Sie konnten nicht mehr gut PvP und so weiter. Völligst verständlich, dass sie sich dann irgendwas anderes ausdenken und einfach Challenges machen. Fand ich eine sehr coole Idee, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die haben richtig viel Wind und richtig viel Leben in dieses ganze Varo reingebracht, auch weil unter den Videos von Concrafter so viel diskutiert wurde, wie in keiner anderen Folge von den anderen Varo-Teilnehmern. Also seine Videos sind unfassbar, was das für eine Community ist, muss man einfach so sagen. Und nach einer Stunde, ich nehme hier gerade um 22.13 Uhr auf, und um 21 Uhr ist etwa dieses Statement-Video hochgeladen worden. Und es sind, jetzt haltet euch wirklich fest, es sind bis jetzt 5.409 Kommentare eingegangen. In einer Stunde. Und das um eine Uhrzeit, das ist ja nicht mehr normal. Also das ist völligst krass. 18.000 Likes schon und 134.000 Aufrufe in einer Stunde. Also Leute, das ist Rekord, würde ich mal behaupten. Aber um euch das mal ein bisschen zusammenzufassen, Concrafter ist gestorben. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt sie euch bitte an und dann erfahrt ihr eigentlich schon alles. Schaut euch auch bitte die Folge von Ari an oder von Mr. Moregame, damit ihr auch von einer anderen Seite das seht. Denn Ari hat Concrafter getötet, nachdem Concrafter sich eingeloggt hatte und Ari sich gerade ausloggen wollte bzw. automatisch gekickt worden ist. Das waren wirklich nur 3 Sekunden. Und da ist Concrafter reingejoint in die Nähe von Ari. Damit wurde die Zeit verlängert und Ari konnte Concrafter töten, weil Concrafter in der Falle von Ari und Mr. Moregame war. Das war aber ja noch nicht alles. Wer die Folge gesehen hat, der weiß ja, dass Mr. Moregame durch seine Lüge an die Projektleitung leider auch aus dem Projekt geflogen ist, und das fand ich auch an dieser Stelle, muss ich da auch Concrafter recht geben, dass man ehrlich sein soll, ja, man lügt generell keinen an, und gerade bei so einem Projekt lügt man erst recht nicht an, weil das ist einfach nur, das macht man einfach nicht, ja, und da kann ich Concrafter schon verstehen, dass er sagt, hey, ich bin wirklich nicht schuld daran, dass du rausgeflogen bist, ja, weil Mr. Moregame, also es war so ein bisschen so in diesem Video, was er danach auch dann noch so ein bisschen gezeigt hat, hat er nämlich dann noch so drüber geredet, ja, dass es seine eigene Dummheit quasi war und so weiter, völlig akzeptabel alles, was er da gesagt hat, nur es war halt irgendwie ein bisschen blöd so in diesem Moment, als er dann so nach dieser Sache, die kannst du ja nicht mit ein paar Worten quasi rückgängig machen, dass du in diesem einen Moment anscheinend da gelogen hast, trotz einer Beweislast von Screenshots von Concrafter und Krankrafter. Ich war jetzt nicht in dieser Konversation, in dieser Discord-Konversation dabei, aber so hat es halt Concrafter geschildert und das glaube ich jetzt auch einfach mal. Und nur damit ihr Bescheid wisst, dass da momentan ziemlich viel auch im Netz diskutiert wird. Beispielsweise hier mal ein Screenshot eingeblendet von einem YouTuber auch. Und es gibt auch viele weitere YouTuber, die sich da schon zu geäußert haben, beispielsweise auch dieser hier, da Concrafter auch in dem Video ein bisschen über Werbung geredet hat und auch darüber geredet hat, dass er 4 bis 5 Stunden an einem Video saß. Und ich finde schon, dass man das auch sieht und die Zuschauer haben das auch gesehen und dann kann mir kein anderer bitte erzählen. Also ich bin da wirklich auf der Seite von Concrafter, also und auch auf der Seite der Zuschauer von Concrafter.
Ich kann das schon verstehen, dass man 4 bis 5 Stunden Schnitt hat für so eine Folge Varo. Ja, da sind so viele versteckte Sounds, das müsst ihr euch wirklich mal reinziehen. Ja, da denkt man, das wäre Musik, aber das sind extra Sounds. Ja, und das, ja, leider sehen das viele YouTuber nicht so und erzählen dann, oh, der hat vielleicht nur eine Schrift drin, ja, und hat eine Musik darunter gelegt und dann, ja, war es das quasi, mehr ist es nicht. Es ist natürlich viel mehr, denn er macht auch immer das, was bisher geschah, was auch Zander übrigens macht, finde ich auch sehr, sehr cool. Könnt ihr auch mal abchecken auf jeden Fall. Und ja, das ist natürlich mit super viel Arbeit verbunden und deswegen möchte ich euch da ein bisschen so drüber informieren, dass da momentan sehr viele Diskussionen noch drüber sind. Es ist jetzt aber so geklärt, dass Kongcrafter wirklich ausgeschieden ist. Ari darf weiterspielen, aber Mr. Morgan ist raus. Ja, und Krankcrafter lebt natürlich noch. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, es gibt da momentan rege Diskussionen auf Twitter als auch unter den YouTube-Videos von allen. Mr. Morgan erfährt auch leider ein paar Dislikes momentan, was ich absolut nicht gut finde. Das möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich sagen, denn es war eine blöde Aktion, klar, aber letztlich war es jetzt keine Beeinträchtigung für Kongcrafters Tod an sich in dieser Folge. Das Einzige, was Kongcrafter dann auch noch kritisiert hat an Mr. Morgame und Ari, ist, dass sie 5 Folgen nur Kongcrafter und Krankcrafter gejagt haben und kein anderes Ziel vor Augen hatte. Und dann hat er noch einen Rückschluss auf Varo 2 gelenkt, wo Mr. Morgame bereits Kongcrafter mit der Faust am Anfang geschlagen hat, als Kongcrafter mit Kaidos Sohn damals in einem Team war. So, und da kann ich Kongcrafter auch schon wieder verstehen. Also ich kann ihn fast in allen Punkten irgendwie verstehen, weil wäre ich in der Situation und ich würde schon wieder sehen, oh, Mr. Morgan verfolgt mich die ganze Zeit, seit fünf Folgen. Ja, klar sagt jetzt Mr. Morgan, jo, es ist ein PvP-Projekt und Entschuldigung, dass ich hier PvP haben möchte. Ja, Leute, also wer mit so einem Argument in so einem Projekt kommt, dann weiß ich nicht. Und dann schon in Varo 2 mit der Faust hinterhergelaufen ist. Also welcher Zuschauer jetzt 1 und 2 zusammenrechnen kann, der wird jetzt denken, oh, hat der Mr. Morgame vielleicht was gegen den Kongcrafter? Man munkelt. Ja, also das ist jetzt auch so eine Vermutung, die man so aus den Zeilen lesen konnte von Kongcrafter. Ja, kann man verstehen. Er hat halt auch das Videobeweis gezeigt aus Varo 2. Da wurde er einfach mit der Faust auch von Mr. Morgan geschlagen. Ja, und warum verfolgt man ein Team 5 Folgen lang? Wenn man doch nicht genau weiß, dass ich sie kriege quasi. Also das muss man auch mal bedenken und das am Anfang eines Projektes. Sie sind ja total im Rückstand jetzt auch, was Equip betrifft. Ja, Mr. Morgan und Ari hatten wirklich nicht gutes Equip im Vergleich zu anderen Teams. So, und sie hätten natürlich auf jeden anderen auch noch gehen können. Aber nein, sie wollten es irgendwie zerstören. Klar, es ist ein PvP-Projekt. Man kann natürlich immer auf jeden drauf gehen. Es gibt unterschiedliche Spielweisen. Aber wirklich sich nur auf einen zu fokussieren, finde ich schon sehr traurig quasi. Also es wirkt so, als wäre das schon vorher, vor dem Projekt quasi klar gewesen, dass ich nur auf Kongcrafter und Krankcrafter gehe. So wirkt das. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Mich würde eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Ich wollte einfach mal meine Meinung kundtun, beziehungsweise euch das ganze Video einfach mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was da so die grundlegenden Positionen sind, die da besprochen worden sind. Und ich glaube, das ist das Grundsätzliche, worum es nochmal ging. Was Kongcraft auf jeden Fall auch nochmal klarstellen wollte. Und ich denke, wir können da alle mit leben. Es ist jetzt so passiert, wie das passiert ist. Es lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und ich als News-Kanal, der euch informieren möchte, finde das relativ wichtig, dass ich das auch an dieser Stelle noch mache. Denn dieses Video gehört ja nicht richtig dazu, zu den Varo-News, was in Varo passiert, sondern das ist jetzt mehr so drumherum, was ich aber auch sehr wichtig finde. Und deswegen war es das jetzt auch schon von meiner Seite. Es soll jetzt kein zu langes Video sein, aber ich hoffe, ihr wisst jetzt Bescheid. Und wir sehen uns morgen wieder. Also Leute, haut rein. Tschüss.